Silvia Holznagel plagen nach der Arbeit ein schlechtes Gewissen und ein steifer Nacken, weil sie Ehemann Marco gestern ein kleines Missgeschick verschwiegen hat. Doch dann muss sie vor ihrem Haus verblüfft feststellen, dass Marco gerade wutentbrannt ihre Sachen aus dem Fenster wirft. Marco, was machst du da? Was ist hier los? Marco! Ich hatte einen Autounfall mit dem Auto von meinem Mann. Ich habe jetzt die Befürchtung, dass er das jetzt entdeckt hat. Aber deshalb gleich Sachen aus dem Haus zu schmeißen und sich so zu verhalten, ich kenne ihn überhaupt nicht so. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Marco! Du betrügst mich und das in meinem Bett! Was? Verschwinde! Ich will dich nicht mehr sehen! Was? Hör auf damit! Ach. Unsere ganzen Sachen! Ist das Blut? Marco? Als ich dann das T-Shirt mit dem Blut entdeckt habe, da muss irgendwas anderes hinterstecken. Da habe ich sofort Hilfe gerufen. Jetzt auf Streife die Spezialisten. Hallo. Hallo. Was ist denn hier los? Ich weiß es nicht. Okay. Ich weiß es nicht. Mein Mann ist da oben und ich erkenne ihn gar nicht wieder. Das ist noch nie passiert. Hallo. Wer sind Sie? Oder was machen Sie hier? Ich bin seine Frau. Oh. Hallo. Wie heißen Sie? Silvia Holznagel. Sagen Sie mal ruhig da. Silvia Holznagel. Und Ihr Mann, wie heißt der? Marco. Marco. Herr Holznagel. Hallo. Du betrügst mich und das in meinem Bett. Jetzt schickst du mir noch die Polizei auf, Holz. Kann das sein? War das jetzt auf jeden Fall nicht. Nein, ich glaube, ein Bekannter ist Masseur. Marco, Thomas heißt er. Und der war heute Morgen da und hat mir den Nacken massiert, weil ich hatte einen Autounfall mit dem Wagen von meinem Mann. Okay. Hab ihm das aber noch nicht erzählt. Und weil in diesem Moment war das halt einfach so ein Schock für ihn. Aber wir haben das geklärt. War quasi ein Missverständnis. Es war einfach, wie gesagt, er ist ein Bekannter, er ist Masseur. Ja. Er hatte heute Morgen Zeit. Und ja, er kam aber dann halt rein, weil er hatte irgendwie auch Migräne, kam früher von der Arbeit. Ja. Und nimmt er Medikamente, irgendwas ein? Wissen Sie was? Na, so habe ich ihn noch nie erlebt. Okay. Haben Sie schon mal probiert reinzukommen? Ja, ich habe mit meinem Schlüssel versucht aufzuschließen, aber die Tür ist zu. Ich komme überhaupt nicht rein. Grundsätzlich sind Beziehungsstreitigkeiten keine Seltenheit. Wir haben ganz oft Einsätze aufgrund dessen oder auch aufgrund häuslicher Gewalten. Ja, hier sollte sich im Nachhinein aber rausstellen, dass da ganz andere Probleme zugrunde lagen bei dem Herrn. Du betrügst mich und das in meinem Schlafzimmer. Und jetzt schickst du mir auch die Polizei auf den Hals? Marco, bist du alleine? Das hat er doch aber gerade schon mal gesagt, oder? Das hat er schon mal gesagt. Habt ihr das auch gehört? Als wir angekommen sind, hat er auch also genau den gleichen Satz. Satz schon mal gesagt. Ja, weiß doch. Ich weiß nicht, geistig verwirrt, irgendwie neurologisch irgendwas? Neurologisch? Schlimmsten Fall kann es natürlich auch ein Apoplex sein, ein Schlaganfall. Ja? Und wenn es ein Schlaganfall ist, zählt jede Minute. Das heißt, wir müssen dringend da rein, Blut, diese neurologische Störung. Also, ja, müssen wir gucken. Auf geht's. Für mich war ja letztendlich klar, dass wir auf jeden Fall in das Haus rein mussten, egal wie jetzt. Wir hatten auf jeden Fall Gefahrenverzug vorliegen, weil wir nicht wussten, was der Herr im nächsten Moment macht. Der war überhaupt nicht mehr berechenbar und dementsprechend habe ich mir dann Zutritt zur Wohnung verschafft. Aber der war ja oben, ne? Ja, ja. Ich hoffe, dass der jetzt da oben verblieben ist. Marco hieß er, oder? Marco? Die Polizei und der Rettungsdienst. Hallo? Hallo? Einem der Räume hier eventuell. Oder ist der ganz oben? Ganz oben, meinst du? Nee, der war schon im ersten Geschoss, oder? Ja, ich meine auch. Ich gucke einmal. Doch, hier oben. Hier oben? Hallo. Die Polizei und der Rettungsdienst sind einmal hier. Geht's Hallo. Ihnen gut soweit? Polizei? Was ist passiert? Sie haben das doch gerade mitbekommen, oder nicht? Was ist los? Ist das mit meiner Frau? Nee, mit Ihrer Frau ist nichts, aber mit Ihnen ist anscheinend irgendwas, was oder? Was haben Sie denn hier gemacht? Was? Oh, darf ich mal ein bisschen schauen? Was ist denn? Alles gut, ganz ruhig. Bleiben Sie erstmal sitzen. Bleiben Sie erstmal sitzen. Ja. Mal einmal in die Augen kurz. Mal den Mund aufmachen. Okay. Puls ist gut tastbar, natürlich relativ schnell. Was haben Sie denn da angestellt? Ich weiß es nicht. Wissen Sie nicht? Wie sind Sie denn hergekommen? Aber Sie haben sich doch gerade schon mit uns unterhalten. Was? Können Sie sich ja nicht daran erinnern?
Der Patient wurde dann glücklicherweise relativ schnell von uns gefunden, komischerweise am Dachboden. Da hat man natürlich direkt erstmal eine kleine Behandlung bzw. eine Untersuchung durchgeführt, um zu schauen, was liegt jetzt dann vielleicht vor. Anfangs hatten wir einen Verdacht gehabt, dass vielleicht ein Apoplex vorliegt. Das konnte man relativ schnell ausschließen. Die Sache ist halt, beim Schlaganfall, wie wir es vermutet haben, kann man natürlich erstmal gucken. Natürlich an manchen Symptomen erkennt man das. Aber mit den Händen hat es soweit gut funktioniert. Die Augen waren beide lichtreagibel. Die Sprache ist jetzt nicht in dem Sinne verschwommen. Das heißt, er kann ja schon noch normal sprechen. Ich würde dir vielleicht dann noch einen Verband anlegen am Arm. Ja, bitte. Ja. Und dann müssen wir mal schauen, dass wir nach unten kommen, weil hier oben kommen wir auch nicht so weit. Ne? Ja, okay. Können Sie sich denn daran erinnern, dass Sie Streit im Laufe des Tages mit Ihrer Frau hatten, vielleicht kurzzeitig? Warum nein? Wir verstehen uns super, auf keinen Fall. Okay. Also können Sie sich an gar nichts, Sie können sich auch an ihn nicht erinnern, an mich nicht erinnern? Nein, ich will mich doch an Sie erinnern. Ich weiß aber auch nicht, was los ist. Ich habe Kopfschmerzen gehabt und ich habe keine Ahnung, wie ich hierher gekommen bin, aber okay. Ich weiß es nicht. Auffällig war weiterhin, dass er nicht wirklich orientiert war. Er hat uns nur gesehen und hat sich gewundert, wieso wir plötzlich da seien, ob es seiner Frau gut geht, sodass wir dann geguckt haben, dass wir ihn dann zeitnah nach unten bekommen haben, um ihn dann natürlich dann in den RTW zu verfrachten. An Markus' seltsamen Gedächtnisausfällen kommen aber auch Zweifel auf. Seine Frau weiß nämlich, dass ihr Masseur Thomas, auf den ihr Mann so eifersüchtig war, hier vor 2 Stunden seinen Massagetisch abholen wollte. Vielleicht kam es dabei zu einem Kampf, von dem die Polizei nichts erfahren soll. Und was ist das für eine Aktion mit der Tür gewesen, dass Sie da alles zugestellt haben? Ja, das frage ich mir auch. Ja, das können Sie sich ja gleich mal angucken. Was? Gehen Sie mal ruhig vor. Sie haben mir alles zugestellt. Nein! Blödsinn. Vielleicht wurde ich überfallen und niedergeschlagen oder so. Und jemand hat sich hier verraten. Irgendwie müssen wir das mal aufklären. Als wir Herrn Holznagel dann rausgeführt haben, hatte ich ihn dann gefragt, ob er sich irgendwie an die Möbel erinnern könnte, die ja vor der Tür standen. Daraufhin sagte er dann, er könnte sich da definitiv nicht dran erinnern. Ja, in dem Moment war ich mir nicht mehr ganz sicher, ob der uns nicht vielleicht hier sogar eine Lügengeschichte irgendwie auftischt und einfach nur gut schauspielert oder ob da jetzt wirklich ein medizinisches Problem zugrunde lag. Sie können sich wirklich an gar nichts erinnern? Nein, ich gar nichts, keine Ahnung. Schatz, was ist denn mit Thomas? Welcher Thomas? Thomas? Wir hatten doch heute Morgen einen Streit und. Wir gehen erstmal in RTW, die sind ja oben total eskaliert. Kommen Sie mit. Wir kommen Sie einmal mit in RTW. Wir müssen Sie durchchecken, da stimmt irgendwas nicht. Das sage ich Ihnen. Ja, okay. Genau. Kommen Sie einfach mal hier lang. Als Marco dann rauskam und vor mir stand, da habe ich ihn kaum wiedererkannt. Er hat auch gesagt, dass er überhaupt nichts mehr weiß, aber ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das der Fall ist. Das war vorher noch nie so. Und wo war überhaupt Thomas? Ehefrau Silvia hat Angst, dass sich ihr Masseur Thomas im Haus befindet und womöglich in großer Gefahr schwebt. Die 34-Jährige hat deshalb die Polizei gebeten, nach ihm zu suchen und hofft inständig, dass sich ihr schlimmer Verdacht nicht bewahrheitet. Also eine Tür ist da verschlossen. Ich vermute mal, dass das die Kellertür ist. Können Sie sich das irgendwie erklären? Ist der Schlüssel, der hängt da eigentlich neben? Nee. Ist da keiner? Nee. Der hängt nicht in der Tür oder so? Eigentlich ist der Keller auch nicht verschlossen. Okay. Ja, dann würde ich hier nochmal nachfragen. Ich habe noch mal eine Frage. Ja. Mhm. Haben Sie irgendwie Schlüssel für den Keller? Weil ich war da gerade an der Tür und das ist die einzige Tür in dem Haus, die verschlossen ist. Okay. Und Ihre Frau sagte jetzt gerade eigentlich, dass der Schlüssel immer da stecken würde. Steckt aber nicht. Okay, nee, ich hab nicht. Kann ich. Oh ja, da ist doch einer, hä? Oh, zwei. Da sind zwei. Als wir den Patienten dann im RTW noch mal genauer behandelt haben, kam dann die Polizistin noch mal zu uns und sagte, da ist noch eine Tür irgendwie, die noch verschlossen war. Und mein Kollege hat ja jetzt schon so Vertrauen zum Patienten aufgebaut, kann sich hervorragend mit dem Patienten aus, sodass ich dann mit der Polizistin noch mal ins Haus gegangen bin, um näher nachzuschauen. Habt ihr da was gehört? Oder wie können wir das auch? Das ist schon mal der richtige Schlüssel. Ja. Ja, doch, da ist er. Hallo? 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 Ach, dann ist das bestimmt der zweite. Warten Sie, bleiben Sie mal ruhig, die Polizei und der Rettungsdienst. Ganz ruhig, der Rettungsdienst ist auch da. Hallo. Thomas? Hallo? Kommen Sie erstmal hier raus. Hallo? Was passiert? Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass sie mich angerufen hat und gemeint hat, ich habe meinen Koffer vergessen. Naja, ich hatte ihn halt nur angerufen. Dass sich das die beruhigt hat, dass Marco wieder, dass alles in Ordnung ist, dass es ein Missverständnis ist und dass du jetzt hier bist. Ich habe meinen Koffer gebraucht, weil ich noch einen weiteren Termin hatte. Und den wollte ich wieder hier abholen.
Und dann habe ich geklingelt, dann hat er mir die Tür aufgemacht und dann hat er mich gesehen und dann ist so komplett wieder ausgerastet. Und dann habe ich nur eine Faust ins Gesicht bekommen und dann bin ich vorhin hier unten aufgewacht. Mhm. Und ich habe auch kein Zeitgefühl, wie lange ich jetzt hier unten bin, keinen Plan. Silvia hatte ihrem Mann bei dem Eifersuchtsstreit am Morgen eigentlich klargemacht, dass Thomas sie wegen ihrer heftigen Nackenschmerzen lediglich massieren sollte. Im Rettungswagen zeigt sich der 38-jährige Marco beim Anblick des Masseurs jedoch äußerst unversöhnlich. Da ist das Schwein! Hey. Hey. Hallo, hallo! Hallo! Was denn? Ganz ruhig! Du Schwein! So ist er vorne gleich auf den Klos gegangen. Hallo! Was hast du getan, Mann? Hallo! Gar nichts getan! Ganz ruhig! So. Ja. Was ist denn hier los? Wieso? Das Missverständnis da nicht so ganz aus dem Weg geräumt worden ist. Genau so war es auch vorne. Ich habe geklingelt, die Tür hat er aufgemacht, dann ist er genauso ausgerastet, auf der Schnelle. Und hat mir aufs Maul gehauen. Ja. Marco, warum? Was ist denn los? Wir haben das doch geklärt! Ja, das habe ich vergessen. Stimmt, wir haben darüber gesprochen. Dann habe ich ihm auch wirklich eine geknallt und habe das auch wieder vergessen und habe vergessen, dass wir das schon wieder besprochen haben. Was? Aber wie kommt denn das mit dem Vergessen? Was? Ich weiß es nicht. Das kann schon mal passieren. Wie gesagt, das sind so neurologische Sachen. Vielleicht kann da sein, dass er irgendwelche anderen Symptome doch dann aufweist, wenn man da noch was untersucht, beziehungsweise irgendwelche anderen Sachen, die man entdeckt. Kann natürlich jetzt durch eine gewisse Stresssituation auch mal entstehen. Das wissen wir jetzt aber so nicht. Das heißt, wir müssen dann schon noch mal gucken, dass wir ins Krankenhaus mit ihm kommen. Okay. Ich fahre jetzt ins zweite Erdwebinar. Genau, ja. Das brauchen wir auf jeden Fall. Wir müssen uns natürlich darüber unterhalten. Ne? Grundsätzlich stellt das natürlich eine einfache Körperverletzung erstmal dar, was Sie dem Herrn angetan haben. Inwiefern da jetzt strafrechtlich was auf Sie zukommen wird, müssen wir im Nachgang klären, beziehungsweise müssen wir gucken, ob Sie Strafantrag stellen möchten oder davon Thomas, absehen. Es tut mir leid, dass ich dich da so verdächtig, aber ich kann mir das selber nicht erklären. Entschuldige bitte. Es muss die Hölle für meinen Mann gewesen sein, dass er immer wieder den vermuteten Ehebruch durchlaufen musste. Ich meine, jedes Mal, alle halbe Stunde oder so, alle fünf Minuten sogar vielleicht, hat er immer wieder gedacht, dass ich ihn betrüge. Dann zum Glück ist ihm dann auch wieder eingefallen oder es kam zurück, dass alles nur Missverständnis war. Im Krankenhaus kam heraus, dass Markus Migräne und der Stress durch den vermeintlichen Ehebruch zu einer seltenen Gedächtnisstörung führten, die bei ihm aber nur einige Stunden andauerte und nicht erneut auftrat. Masseur Thomas sah daher von einer Anzeige ab und die beiden Männer erholten sich von ihren Verletzungen. Ehefrau Silvia ließ sich wegen ihrer Nackenschmerzen ärztlich behandeln und hat ihrem Mann den Blechschaden an seinem Auto gestanden.